Wir müssen uns mal über ein ernstes Thema unterhalten. Jetzt ist mal Schluss mit lustig hier. Spaß beiseite. Wie ernährt ihr euch? Ja, Thema Ernährung hatten wir ein ums andere Mal schon, ne? Der große Burger-Vergleich und so. Aber heutzutage ist es ja in aller Munde und für viele ethnisch so und so nicht vertretbar. Das Thema, wie sieht's aus, ne? Fleischesser, Vegetarier, Veganer oder andere Formen, darüber wollen wir reden. Denn die fleischlosen Alternativen rücken immer mehr in den Vordergrund, nehmen immer mehr Regale im Supermarkt ein, weil die Nachfrage steigt. Und deswegen frage ich natürlich auch euch, wie ist es bei euch und was sind eure Ansichten? Und ich erzähle euch in meinem Video, was meine Ansichten sind und all das. Das wurde ja ein bisschen aufgewühlt. Heutzutage sind immer mehr davon empfindlich getroffen. Natürlich, jeder kennt sie, militante Veganerin. Lustiges Thema. Die spielt ihre Schallplatte auch immer wieder ab und ja, hat vertretenen Punkt, ne? Aber vor nicht allzu langer Zeit gab es auch vom Random Kai ein Video, der ist ja auch Veganer, glaube ich, und hat sich ein bisschen aufgeregt über die Mario-Pizzen. Habt ihr mitbekommen, ja? Es gibt eine Super Mario und Luigi-Pizza, die heißt Triple Salami Explosion, und es gibt von Wario und Waluigi die vier Käse irgendwas, ne? Und ich sage euch, wie es ist, ich habe die zum Spaß auch mal mitgenommen. Ich habe die jetzt nicht irgendwie in einen Instagram-Post oder TikTok oder Twitter benutzt. Hätte ich machen können, wäre jetzt nicht schlimm gewesen, ne? Aber ich habe die einfach nur gekauft und am selben Tag noch in den Ofen geschoben und einfach, ich wollte mal wissen, ne? Mit der Familie verspeist und von beiden Sorten probiert. Und ich sage euch, ja, die sind eigentlich ganz gut, ne? Du bezahlst quasi die Marke damit. Eigentlich will ja auch Nintendo mitverdienen. Für Tiefkühlpizzen sind die tatsächlich gut. Das ist jetzt die Frage, wenn die sich messen sollen mit frischen Pizzen von einem echten guten Pizzabäcker, ja, da unterliegen die vermutlich. Aber ich sag's ganz ehrlich, ne? Ja, früher hatte ich auch häufiger, ich glaube, ich habe bis heute immer mal eine Tiefkühlpizza im Tiefkühl liegen, aber meistens schmeiße ich die nach ein paar Jahren weg, weil ich die dann doch nicht aufwärme. Naja, wie immer so. Aber wenn, dann mag ich Restaurant da am meisten. Ich mag die Fungi sehr. Ja. Davon ab. Ja, aber den Random Kai hat ein bisschen gestört, dass man, wenn man sowas macht, auch eine Salami-Pizza macht. Weil, ja, ne, das Thema mit dem Tierwohl. Und generell habe ich das Gefühl, Random Kai ist ein Typ, der sich eben sehr für Tiere und das Tierwohl einsetzt, was eine super Sache sind. Ja, und ich kann hier nur, also ich, wenn ich jetzt das weiter befürworte, bin ich quasi ein Moralapostel. Denn, Schande über mein Haupt, tatsächlich, ich esse echtes Fleisch. Ne? Ich finde, zum einen ist es wichtig, dass man sich bewusst wird, also man muss mit Bewusstsein sich ernähren und nicht blind durch die Welt gehen, das ist schon mal Thema Nummer 1. Und ja, auf jeden Fall, ich finde es aber auch gegenteilig ein bisschen krass, dass heutzutage so viele Leute wegen normalen, ja, was soll ich sagen, wegen diversen Sachen einfach geflamed werden oder gecancelt werden. Ne? Das ist natürlich seit Anbeginn der Zeit, schon seit Jahrzehnten so, wenn sich jemand sehr diskriminierend, herablassend oder in irgendeiner Form rassistisch oder sexistisch äußert, das gehört sich nicht und das sollte man dann auch offen so ansprechen. Aber heutzutage inzwischen sind ja sehr viele sehr schnell auf den Schlips getreten, auch wenn man sich klassisch, nenne ich es mal, ernährt. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen hart, wenn man sagt, natürlich, weil ich selbst dann das Opfer einer Situation bin, wenn man sagt, wenn du Fleisch isst, bist du kein guter Mensch, quasi. Ja? Oder wenn man zum Beispiel hingeht und diese ganzen, ich habe es schon mal in einem anderen Part angesprochen, ne, mit heutzutageigen Situationen, mit, ja, weiß nicht LGBTQ, sondern Gender-Sternchen und die gerechte, Die Pronomen, mit denen man angesprochen werden möchte, und da darf man dann, muss man auch aufpassen, bevor sich irgendjemand angegriffen fühlt. Also ich finde, da kann man zu schnell in manchen Augen etwas falsch machen und ich finde es ein bisschen zu überspitzt leider in so manche Situationen. Wichtig ist immer Respekt und wichtig ist auch immer, niemanden was Böses zu wollen. Es gibt so viele Menschen, die verhalten sich wie der letzte Mist. Und das ist nicht richtig, aber es gibt auch Menschen, die, ja, ihr merkt, ich versuche ja auch vorsichtig, mich zu artikulieren und nichts Falsches zu sagen, aber das ist unangenehm einfach, dass man so aufpassen muss. Aber gut, bleiben wir beim Thema. Ich finde, viele werfen auch das Thema Vegetarier und Veganer in einen Topf. Ich möchte einfach mal wirklich die Unterschiede benennen, denn ein Vegetarier isst einfach kein Fleisch von Tieren, alles was Fleisch ist oder so.
Da gibt es natürlich auch die Leute, die fragen, und was mit Fisch? Ja. Fische sind übrigens auch Tiere, möchte ich an der Stelle dazu ergänzen. Vielleicht können die nicht schreien, wenn man denen wehtut, aber Fische sind auch Tiere und Fisch zu essen ist auch Fleisch eigentlich. Ich glaube, die nennt man Pescetarier. Ich mache mir gleich nochmal eine Liste, vorbereitet, wo ich dann auf die Unterschiede eingehen werde. Vegetarier essen also nichts von getöteten Tieren. Es gibt auch Ovo-Vegetarier, die verspeisen kein Fleisch und kein Fisch und keine Milch, aber Eier. Und es gibt die Lacto-Vegetarier, die essen Fleisch, Fisch und Eier, aber keine Milch. Es gibt auch Ovo-Lacto-Vegetarier, die essen kein Fleisch und Fisch, aber Eier und Milchprodukte. Und es gibt sogar Ovo-Lacto-Piske-Vegetarier, die essen Fleisch, Eier und Milch. Nee, die essen Fleisch, Fisch und Milch. Jetzt komme ich schon durcheinander, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber Veganer machen das so, die essen gar nichts vom Tier. Selbst die Erzeugnisse, die von dem Tier kommen. Das heißt Eier vom Huhn oder anderen Lebewesen, die Eier legen. Und Milch von der Kuh, also die stirbt ja nicht dadurch direkt, wenn man die Milch entwendet. Aber Veganer wie ein Unge oder die militante Veganerin, die essen nichts, das wirklich von einem Tier kommt. So, man muss zuallererst mal, ich denke mal, festhalten, das hat in erster Linie was mit Ernährung zu tun. Ne? Honig gibt es natürlich auch. Aber Veganismus hat auch nur mit mehr Lebenseinstellungen zu tun. Da geht es zum Beispiel auch um Lederprodukte, Wollpullis, ne, oder Federn in Betten und Kopfkissen, sowas. Das will man dann auch nicht vom Tier haben. Und das finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe mein Leben noch nicht verstanden, warum man Leder, also von... Ja, wo kommt das von der Kuh? Eine Kuhhaut. Ne? Geht auf keine Kuhhaut. Oder von... Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja auch, wenn ich mir so eine Winterjacke bestellen soll, da gibt es immer diese Kragen mit so ein bisschen Fell dran. Und selbst wenn du darauf achtest, dass es Kunstfell ist, mischen die ja meistens irgendwie, weiß nicht, eine Pferdemähne unter oder so. Und publizieren das meistens auch nicht. Das finde ich nicht gut, denn ich brauche und will das nicht. Also zum einen, diese Kapuzen, die mache ich dann auch immer ab. Vor allen Dingen dieses Gewebe da. Ja, es ist halt billiger, ein Tier zu schlachten, als künstlich herzustellen. Das ist halt die traurige Wahrheit. Ne? Also auch mal wieder diesbezüglich Geld regiert die Welt. Aber was gibt's denn noch? Frutarier, ich versuche mal ein bisschen abzulesen, wollen nicht, dass Pflanzen ihretwegen leiden. Also essen sie beispielsweise Fallobst und Nüsse, Beeren, Getreide und Samen, da diese Nahrungsmittel für sie schon bei der Ernte abgestorben sind. Ausgeschlossen werden Knollenblätter oder Wurzeln. Ja, Pudding-Vegetarier essen kein Fleisch und Fisch. Achten nicht so sehr auf Vitamine, Ballaststoffe oder Kalorien, weswegen sie das öfter auf Fertiggerichte zurückgreifen. Flexitarier sind Gelegenheitsvegetarier. Sie wollen sich gesund ernähren und achten auf ihren Lebensmittelkonsum sowie Bio-Gütesiegel. Friganer schließen grundsätzlich keine Lebensmittel aus. Sie essen allerdings nur angebaute, geschenkte, gefundene oder weggeworfene Produkte. Damit wollen sie Mitmenschen auf die Wegwerfgesellschaft oder Armut hinweisen. Sie greifen auch etwa zu weggeworfener Kleidung oder entsorgten Elektroartikeln. Also man sieht, das hat nicht nur was mit Ernährung zu tun, sondern ist auch eine Lebenseinstellung. Und so wie es auch unzählige verschiedene Menschen und Charaktere gibt, hat auch jeder seine anderen Prioritäten, worauf er Wert legt, nicht wahr? Rohköstler, die sich, die Nahrung nicht kochen, Urköstler, die nur wie in Urzeiten Sachen sammeln, gibt es viele verschiedene. Und es gibt Herbivore, die essen nur Pflanzen, Frugivore essen nur Früchte, Karnivore essen nur Fleisch und Omnivore essen alles. Und ja, das kann man auch als klassische Ernährungsweise, sage ich mal, hinstellen. Und nach Definition bin ich dann omnivor, was die Ernährung angeht. Ich würde mich freuen, wenn ich dadurch nicht gecancelt werde, denn, naja, es kommt ein Wandel. Das ist halt wirklich klar, das ist auch jetzt schon im Gange, aber das passiert nicht von heute auf morgen, dass die Leute von wir haben schon Jahrhunderte Fleisch gegessen, zu wir essen jetzt gar kein Fleisch mehr auf der Welt. Das passiert nicht innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren. Das braucht leider Zeit und wir befinden uns tatsächlich auch in diesem
Wandel. Ich kann, also es ist ja auch prophezeit, dass schon in 100 Jahren der Großteil der Menschheit vegetarisch sein wird. Und es wird so immer noch Fleisch gegessen, aber zum einen gibt es halt nicht mehr so eine, die Nutztierindustrie. Und zum anderen ist es dann eher so ein Ausnahmezustand. So wie man heutzutage, gut, Menschenfleisch ist halt noch absurder und abwegiger, aber es gibt ja tatsächlich Leute, die machen das, auch wenn es verboten ist. Und gut, das wird vielleicht in Zukunft nicht verboten sein, Tierfleisch zu essen. Soweit, denke ich mal, wird es nicht gehen. Aber das wird großer Ausnahmezustand sein. Oder das kostet dann halt auch so Unmenge Summen, dass es nur für Reiche wert ist, mal ein Stück Fleisch zu essen. Ne? Also tatsächlich wird das immer weniger im Laufe unseres Lebens, würde ich einfach mal behaupten. Aber wir werden auch nicht erleben, wie das komplett gewechselt ist. Ne? Und deswegen werden wir unser ganzes Leben damit zu tun haben, ja, an diesen Diskussionen, wer was ist. Und deswegen sollte man da ganz klar, zumindest Bestellungen beziehen und seine Meinung haben. Wie gesagt, das ist erstmal wichtig, ein Bewusstsein zu machen. Wenn ich mich unterhalten würde mit der militanten Veganerin, ich habe genug gesehen, um ihre Schallplatten zu kennen, womit die mich konfrontieren würde, und sie hat ja recht. Nur legen andere ihre Prinzipien anders. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, sorry, ich versuche ein bisschen drauf zu achten, weniger Fleisch zu essen, dann, was ich tatsächlich tue, also ganz kurz mal zu mir, ne? Ich habe auch schon früher bewusst, also erstmal habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, es ging mir in erster Linie nach dem Geschmack. Es heißt aber nicht, dass Fleisch der ultimative Geschmack ist, automatisch. Denn ich habe früher, darauf wollte ich hinaus, auch diese Valais-Schnitzel. Das sind Milchschnitzel, das ist ja damit auch nur vegetarisch und nicht vegan, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich fand die besser. Ich habe damals ein paar billige Schnitzel immer gekauft, die ich mir als Single, als ich kochen gelernt habe, zubereitet habe. Und die waren oft knorpelig, eklig, während diese Milchschnitzel einfach nur, von der Beschaffenheit sehr, sehr clean waren, sag ich mal. Und ich habe mich nicht mal dafür interessiert, ich habe mir nicht mal Gedanken gemacht, was befindet sich da drin. Was für ein Fleisch oder was für ein Tier ist das? Das steht zwar drauf, aber mir war nicht klar, da esse ich jetzt was Vegetarisches. Das hat mir halt gut geschmeckt. Gibt es eine Füllung mit Tomate oder mit Pilzen oder sowas? Fand ich eigentlich gut. So. Und inzwischen ist es ja halt ein bisschen anders. Man setzt sich damit auseinander etc. pp. Und ja, ich sage euch ganz ehrlich, das, ja, da müsste ich passen. Weil die Veganerin, die würde mich zu Tode beschimpfen. So. Dann bin ich halt nicht stark genug, ne? Also ich sag mal, die Hemmschwelle liegt für viele Leute halt auch ziemlich low, wenn du im Supermarkt verpackte Sachen siehst und eben nicht, ne, das ist das Argument, würdest du das Tier selbst umbringen können? Nein, würde ich natürlich nicht, ne? Das könnte ich nicht. Also ich sag mal, meine Familie, wo ich herkomme, die hatten auch immer, ein Fleischerbetrieb wird so viel gesagt, die hatten einen Bauernhof und haben dann ihre Schweine selbst geschlachtet. Da war ich nie dabei, da bin ich zu jung, aber so in den 70er Jahren, das hat mein Onkel mir erzählt oder meine Mutter, da haben die dann, wenn die hinkamen zu Besuch, da war die Familie groß und dann haben die so ein paar Schweine aus dem Stall geholt, ne, dann sind die über den Hof geflitzt und dann wurden die geschlachtet und ein paar Stunden später lagen die auf dem Teller. Am Abend, ne? Und da hat mein Onkel auch gesagt, ein komisches Gefühl, ne? Das, was auf dem Teller hast, ist eben noch durch den Hof geflitzt. So. Also, wenn das viel mehr Leuten bewusst werden würde, würden viel mehr umdenken. Und deswegen gibt es ja viele dieser, ja, Veganerinnen, Sterncheninnen, die damit aufwecken wollen und zeigen wollen. Und ich habe viel davon gesehen. Ich habe viele, das ist grausam, ne? Man muss halt doch sehen, ne? Das ist wahrscheinlich auch die, was man so in diesen Horror-Videos sieht, dass auch das Schlimmste ist. So. Aber der Struggle und das Leid jedes Tieres ist natürlich real. Jetzt kann man natürlich auch wieder die Situation nehmen, dass man sagt, okay, wenn ich da im Laden dieses Stück Fleisch jetzt nicht kaufe, sondern es wird weggeschmissen, dann gebe ich dem Fleisch lieber einen Zweck und statt dass es umsonst gestorben ist. Das ist die kurzsichtige Variante. Es gibt natürlich die langsichtige Variante, dass je weniger Leute Fleisch kaufen, desto weniger wird produziert, desto weniger Nutztiere sind quasi, werden ausgebeutet. Wobei ich halt nicht glaube, dass wir in unserem Leben erleben werden, dass es keine Nutztiere mehr gibt. Das ist halt, das ist halt so. Generell finde ich, dass viele Sachen, die wir Menschen essen, ja, wenn du jetzt überlegst, Milch, ne? Du isst schon immer Cornflakes, du isst schon immer, weiß nicht, wo überall Milch drin ist. Und Schokolade ist Milch und da. Wir reden da meistens von Kuhmilch. Und
wenn man sich überlegt, so ganz sinngemäß, was ist denn Milch? Sorry, ich spreche es immer mit SCH aus. Was ist denn Milch? Das ist von der Kuh, die Muttermilch, um ihre Kinder zu versorgen. Milch ist da, um den Nachwuchs zu versorgen mit allen Nährstoffen, den es braucht. Super gesund, aber angepasst an die jeweilige Lebensform. Deswegen sind ja auch viele, wie heißt es, laktoseintolerant, weil die halt, weiß nicht, ein Mensch soll eigentlich keine Kuhmilch trinken. So. Das ist von Mutter Natur so nicht vorgesehen. Es ist zwar in gewissermaßen kompatibel, aber dass der Mensch Milch trinkt, ist ja eigentlich auch aus der Not entstanden, so denke ich, so finde ich. Denn da muss irgendein hungriger Bauer mal gewesen sein, der sich dachte, Mann, ich habe so einen Hunger. Und hat dann eben auch, ne, klar, die Kuh hat, ich habe es nicht bei der Kuh angefangen, aber die Kuh hat so einen großen Euter, da kommt, ich würde sagen, so aus Halbwissen, da kommt überdurchschnittlich viel Milch raus. Hat sich eher auch davon ernährt und das geht und jetzt ist es gang und gäbe in unserer Welt, in der wir aufwachsen. Noch absurder finde ich halt sowohl Butter als auch Käse. Und Käse ist ja eigentlich, wenn du so willst, vergammelte Milch. Also so absurd, dass wir auf irgendeinem Cheeseburger oder wenn man Brot schmiert, da Käse drauf macht. Das ist für uns das Normalste der Welt. Aber wo kommt Käse her? Das ist eigentlich, wir hätten ja, weiß ich nicht, hätte sich die Menschheit in irgendeine Richtung anders entwickelt, dann würden wir delikaterweise Hundekacke essen und in alle möglichen Formen pressen, weil das wird halt schon immer so gemacht. Also das ist eigentlich sehr absurd, was wir als Milch oder keine Ahnung, die Eier von Hühnern zu essen. Ja, Hühnereier sind größer als irgendwie Wachteleier oder hast du nicht gesehen. Oder Straußeneier sind halt noch größer. Aber das ist halt, ja, ich weiß genau, wie das schmeckt. Ich weiß, ich esse auch gerne Rührei und so, aber es ist eigentlich total absurd, dass wir würden ja, vielleicht hätten wir uns auch angewöhnt, keine Ahnung, Hamster-Embryos, obwohl, das ist nicht unbegrenzt. Doch, Hamster und Mäuse tun ja auch super viel Nachwuchs zeugen. Da kommt ja nicht nur ein Baby raus, sondern viele. Vielleicht wäre es auch gang und gäbe, dass die abgepackt werden und du kannst den Supermarkt mitnehmen und zu Hause zerhäckselst du dir das. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Und ich sage euch ganz ehrlich, trotzdem bin ich anscheinend zu charakterschwach, ne? Also ich bin am Reduzieren. Pass auf, es war schon immer gang und gäbe, dass es irgendwie auch gerade zu Weihnachten so einen Braten gibt und ich bin auch zum Beispiel überhaupt kein Freund von einem Steak oder so. Wenn im Sommer irgendwelche Grillabende gemacht werden, da brauche ich kein Steak. So, das wurde ziemlich viel verbreitet, aber ich mag das nicht, ganz ehrlich. Ich mag, muss ich zugeben, Hackfleisch, so, oder ich mag auch Dönerfleisch. So, jetzt gibt es natürlich auch die vegetarischen und veganen Alternativen. Und die haben sich weiterentwickelt, stark in den letzten 10 Jahren. Wenn ich schon denke, wie das vor 10 Jahren war, das war ungenießbare Gülle. Da hat man sich lieber ein Stück Tofu genommen und das zu Hackfleisch zerhäckselt. So funktionieren viele Gerichte, habe ich auch schon viel probiert, ne? Kein Problem. Aber das war nicht so gut. Es wurde besser. Die heutzutagigen veganen Alternativen im Supermarkt sind auch gut. Die benutze ich teils genauso zum Kochen oder wird hier benutzt, ne? Da habe ich gar keinen Einfluss drauf. So, es wurde deutlich besser. Leider muss ich gestehen, schmeckt für mich, vielleicht ist es aus Gewohnheit, aber es schmeckt immer noch besser, finde ich, mit echtem Hack. Wobei, da gibt es natürlich auch, ne, Rinderhack ist ein bisschen magerer und Schweinehack ist, eigentlich gibt es kaum Schweinehack, das meistens gemischt ist, ne. Ja, das ist, schuldig, im Sinne der Anklage, so. Schuldig. Ich finde nicht, dass man sich dafür entschuldigen müsste, aber schuldig gesprochen. So, Punkt. Ab in Knast. Ja, und das ist halt so das Ding. Ich finde allerdings auch nicht richtig, irgendwen dafür zu belangen, sondern sollte halt wirklich jeder für sich entscheiden. Und dass es auch definitiv besser ist. Wie gesagt, das ist Moralapostel jetzt, wenn ich das so sage, aber ist so. Ich würde mir einfach wünschen, wenn sich das noch weiterentwickelt. Beyond Meat ist ja, glaube ich, das Beste. Die beste Alternative ist auch vergleichsweise teuer und auch immer viel vergriffen. Ne? Das müsste verbreitet werden. So, was zum Beispiel sehr gut ankam, ist, ne, wir reden jetzt mal über die Fastfood-Ketten. Bei Burger King gab es ja vegane Produkte. Und ich glaube, du kannst ja jeden Burger vegan bestellen. So, natürlich gab es auch dann den Skandal. Da war zum zweiten Mal hier Team Wallraff und hat aufgedeckt, bei Burger King in manchen Filialen, ne, die waren ja, weiß nicht, 3, 4 Filialen. Vielleicht waren die auch in 100 Filialen, haben aber nur 3, 4 entdeckt, wo es richtig kacke lief. Das habe ich gesehen, ist auch brutal ekelhaft und tatsächlich habe ich auch schon mal irgendwann bei Mc's oder Burger King mich hinterher schlecht gefühlt, das heißt, das Essen war richtig mies oder irgendwas wiederverwertet. Man will es vielleicht gar nicht genau wissen.
Ich denke aber, wisst ihr, ich gehe, nachdem Team Wallraff den Skandal aufgedeckt hat, gehe ich unheimlich gerne zu Burger King essen, weil dann alle Burger King-Filialen erstens mal komplett leer sind und auch die dann wirklich penibel darauf achten, dass es alles frisch ist und passt und so weiter und so fort. Und ich finde tatsächlich, Burger King achtet da deutlich mehr drauf als McDonald's. Ne? Allein auch aus der Tatsache, dass McDonald's viel mehr zu tun hat und viel mehr Stress herrscht, finde ich. Aber, ja, habe ich auch schon probiert. Die waren auch schon ziemlich nah dran, aber die haben so einen kleinen Nachgeschmack leider. Die veganen Burger bei Burger King. Ich finde es tatsächlich auch nicht richtig, wenn, also meine persönliche Ansicht, wenn Vegetarier oder Veganer hingehen und so tun, als wäre Fleisch Gift und sie würden bei Berührung sterben. Ne? Ich kann dann verstehen, dass wenn man, ein Beispiel, auf dem Grill, da werden, ne, Fleisch, Würstchen gegrillt, aber dann darfst du nicht die vegetarischen Sachen drauf tun, weil da lag das vorher drauf. Ich verstehe das, ja? Ich verstehe das. Aber meine Ansicht persönlich ist, das müsste man sich nicht so ein, also du musst nicht so tun, als wirst du von weiß ich nicht, ein Mini-Tropfen, der auf dem heißen Gitter liegt und dann sich dann in das Vegetarische einsaugt, das würdest du nicht von sterben, sondern es geht dir darum, dass du eine Einstellung hast, du willst keine tierischen Produkte kaufen, unterstützen oder so. Das ist halt der Punkt. Dann so tun, ne? Dann heißt es auch nicht, komm, lass mich mal von deinem Fleischburger probieren, das nicht. Aber dann zu tun, als wäre das, als würde man dann sich in Luft auflösen, für immer sterben, wenn man Kontakt mit Fleischprodukten hatte, das finde ich dann leider auch ein bisschen übertrieben. Ne? Ist nur meine Meinung. Ihr könnt da andere Meinung sein und ich bin gespannt auf eure ausführlichen Kommentare. Ja, und McDonald's hatte jetzt auch angefangen mit mehr veganen Produkten. Es gibt, also gab schon immer Veggie Clubhouse und wie die alle hießen. Aber jetzt gibt es noch mehr und noch bessere, weil da ist auch ein bisschen die Zukunft. Ne? Ist ein bisschen, das ist so das Ding. Da hat auch Burger King mal versucht, so ein bisschen vorbeizuschlängeln, auf der Überholspur, den Mac ist mal ein bisschen auszustechen. Ja, und deswegen musste Wallraff wieder hingeschickt werden. Wallraff hat ja übrigens auch irgendwie einen Vertrag oder Partnerschaft mit McDonald's, also, dass er immer wieder zu Burger King hingeht. Ich will jetzt Burger King nicht verteidigen, ne? Aber, dass er immer wieder da hingeht, das ist ein Zufall, ein Schelm, der Böses denkt. Ja, so ist das. Also, ich bin voll dafür, dass in Zukunft immer mehr Fleischprodukte durch gleichwertige, fleischlose Varianten ersetzt werden, dann finde ich das gut, dann ist sofort da. Und wir sind auch schon nah dran, finde ich. Noch nicht ganz da, aber wie gesagt, die letzten 10 Jahre waren ein krasser Wandel der fleischlosen Ersatzprodukte. Es gibt ja auch immer die Leute, die hingehen und sagen, das ist nicht richtig. Wenn du Vegetarier oder Veganer bist, dann hast du nur Pflanzen zu essen, dann darfst du keinen Burger essen. Also kein, ne, oder, na gut, das sind Burger, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, den kann man ja belegen, wie man möchte. So ein veganes Schnitzel oder vegane Wurst. Ne? Viele sind der Auffassung, das ist Quatsch, aber ich finde es Quatsch, das als Quatsch zu bezeichnen. So ein bisschen. Ja, also es gibt viele, sehr viele verschiedene Meinungen. Ich hoffe, ich habe mich da klar ausgedrückt und werde deswegen von euch nicht gecancelt. Wie gesagt, es soll weiter reduziert werden und es ist wichtig, das auszuprobieren. Ich finde, das soll ich auch mal allen, die jetzt sagen, ne, ich esse Fleisch und ich brauche mein Steak, dass die auch mal sagen, ich probiere das halt mal aus, diese fleischlose Variante. Und wie alles im Leben, sollte man mal ausprobieren, sagt man dann entweder so, ja, komm, schmeckt mir nicht, oder, ach Mensch, da kann ich ja genauso das Fleischlose essen. Also, es gibt auch sehr gute vegetarische und vegane Restaurants, ne? Ich glaube, die machen es schon sehr gut vor. Die versuchen das, ich meine, ganz ehrlich, bei so einem Burger, ne? Reden wir mal jetzt nur von so Meckes-Kram. Da kommt für mich der entscheidende Geschmack gar nicht von dem Fleischpatty. Das ist für mich eine Konsistenz da drin. Aber der Geschmack kommt für mich mit dem ganzen Drumherum, ne? Ob da jetzt so dieser kleine Iceberg-Salat drauf ist oder so ein großer Lollo-Salat. Oder ob was für eine Soße. Ich mag den Tasty Bacon, weil die Soße feiere ich da drin. Oder auch den wie hieß er, Big Rösti. Da ist diese Soße, die ist so schön. Ich mag, ich feiere, ich kaufe Burger wegen der Soße. Und ja, gut, jetzt habe ich viele Themen angestoßen und es gibt keine Lösung. Ich finde, man sollte sich da nicht zu ernst nehmen, weil ihr werdet niemals alle Menschen, auch nicht den Großteil aller Menschen, auf eure spezifische Seite ziehen können. Deswegen lasst jeden sein Ding machen, wie er möchte. Aber macht euch auf jeden Fall Gedanken, wie ihr selbst. Seid nicht gedankenlos, was dieses Thema angeht. Generell Ernährung sollte man sich mehr mit befassen, was man da eigentlich zu sich nimmt den ganzen Tag.
Wir könnten eigentlich mal auch über Getränke reden, weil nichts schlimmer ist als Energy Drinks, finde ich persönlich. Aber das ist ein anderes Thema. Und wie gesagt, ob man jetzt vegan ist oder was weiß ich, das hat ja alles zu tun auch mit der Lebens... Also kann die Ernährung im Vordergrund stellen, aber Veganismus, wie gesagt, heißt halt auch, auf Leder oder sonst was zu verzichten. Und ja, wir sind im Wandel, ne? Also ich finde... Dieses Jahrhundert ist vielleicht das Jahrhundert der Wandel, ne? Vor 2000 war das alles so und nach 2100 ist es alles so, was so Sachen angeht wie Industrialisierung, vielleicht Klimawandel oder auch, diesbezüglich ist es natürlich auch gut, wenn es immer weniger Nutztiere gibt, die CO2 ausfurzen, ja? Das hat ja auch mit dem Klimawandel zu tun, also diesbezüglich wäre es auch praktisch, vielleicht ein bisschen was zu probieren. Eine Sache noch, wo ich das gerade sehe, Überholspur Singapur, ne, ist natürlich Quatsch, ja, ist Singapur die Hauptstadt von Singapur, aber Bangkok ist doch Thailand, ne, und ja, ich muss zugeben, musste ich nochmal nachgucken, war mir nicht mehr sicher diesbezüglich, aber als ich gegoogelt habe nach Bangkok, ist mir eine Sache aufgefallen, die habe ich gar nicht in den Nachrichten gelesen, es ist auch so ein kleiner Querschläger, weil ich gerade noch was gesagt habe wegen Klima und so, in Bangkok geht zurzeit der Punk ab, von wegen Luftverschmutzung. Ganz übel. Da kommen irgendwie 200.000 Leute ins Krankenhaus, weil da die Luftqualität so miserabel ist und der Feinstaub so fein da sein soll, dass es über die Luftwege, Atemwege bis in die Blutbahn kommt. Habt ihr das mitbekommen? Ich habe da gar nichts von gehört. Aber wenn ihr jetzt Bangkok googelst, ne? Ein bisschen witzig, wenn man das Mario Kart so bunt und fröhlich sieht und so. Und in Wirklichkeit, ja... Also hier in Deutschland ist die Luftqualität noch ein bisschen besser. Ich sag mal, auf dem Land ist die eh immer besser. In den USA ist ja auch immer so eine Sache. In den allergrößten Großstädten, da ist natürlich ein gewisser Smog. Aber ich habe so das Gefühl, in so manchen asiatischen Ländern, wo eine hohe Population ist, die achten ja auch nicht so stark, ne? Da werden ja auch neue Atom- und Kohlekraftwerke gebaut, wie man das so hört, ne? Und wenn man immer diesen Kontrast hat zu Deutschland, ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, ja? Und so eine hohe Dichte an Population. Und jetzt höre ich von Bangkok, die fallen alle ins Koma. Nee, kommen auf jeden Fall ins Krankenhaus und versterben auch viele. Ist das eine neue Dimension oder wie muss man sich das vorstellen? Ein bisschen wie Treibhausgase, stelle ich mir das vor. Ne? Also hierzulande in Darmstadt, da machen sie in einer, die dreckigste Straße Hessens, machen sie Tempo 30 hin, nur in dem Bereich, wo sich das Messgerät befindet, damit die Luft dann besser gemessen wird. Ja, aber gerade so, ich weiß nicht, Indonesien, ja, wahrscheinlich auch Thailand und Co., teils auch tatsächlich Japan und China. Da ist es ja wirklich mies, die Luftqualität. Um das nochmal hier anzubringen. Da kommt kein eigener Part, aber das habe ich gelesen und war ein bisschen, ja, was heißt verwundert, ne? Also, finde ich nicht gut, ne? Vielleicht zwingt das ja auch ein bisschen zum Umdenken, irgendwie a little bit mal die Richtung zu ändern. So, Leute, ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bedanke mich bei meinen Mitfahrern. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Da gibt es wieder Zock My Life Extended Teil 3. Meine Zeit mit N64 und PlayStation und Game Boy Color. Das wäre ein Plan. Und mal sehen, wird vielleicht eine Sekunde länger. Für den Moment jedoch ist der Daumen oben. Werde ich euch loben. Danke fürs Zuhören und bis dann und ciao.